Bam! Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Clash Royale. Heute spielen wir Clash Royale. Wie ihr das im Titel seht und das Spiel seht, das müsst ihr erkennen, wenn ihr Clash Royale guckt bei mir. Und ja, heute bedanken wir uns erstmal für die Goblins. Wobei, sind das keine Goblins. Sagen, okay, X ist weg und gehen einmal kurz in den Clan. Hier möchte jemand Karten haben? Kein Problem, schenken wir ihn. Wo haben wir noch ein paar Goblins? Gar kein Problem, machen wir. Gut, wir öffnen mal die gratis tun. Hoffen mal, dass wir guten Inhalt haben. Gold immer gut. Momentan haben wir ja so ein bisschen Goldengpass, weil ich ja im letzten Part ziemlich viel rausgeballert habe. Aber gut, war es im letzten oder vorletzten Part. Auf jeden Fall haben wir das einmal mega viel rausgeballert für die Kobolde. Und das war natürlich ziemlich teuer. Hätte das Geld sparen sollen in die Legendary Truhe, beziehungsweise die epische Truhe öffnen sollen, ne? Darum sollte man eigentlich mal so 10.000 in der Internet haben. Da werden wir drauf achten jetzt demnächst. Und jo, es sei denn, wir haben einen mega geilen Deal beim Shop und sagen, ja, das machen wir. Nehme ich auf, ja. Okay, dann gucken wir mal in den Shop. Was haben wir? Oh, eine Skelett-Armee. Würde ich auch richtig geil, eine Skelett-Armee kaufen. Aber hey, davon kosten 10 Karten mal 111.000. Das sind ein paar Juwelen, aber nur ein paar, ne? Gut. Vielleicht haben wir mal wieder ein Angebot, dass wir 100.000 Gold bekommen und vielleicht ein paar Juwelen oder so aus 10 Euro. Dann würde ich das bestimmt nochmal machen. Aber so erstmal nicht. Dann würde ich sagen, hey ho, let's go. Wir starten eine Runde und hoffen mal, dass wir einen vernünftigen Gegner bekommen, wo wir natürlich ein paar Krönchen abgreifen können. Das wäre natürlich super nice. Und dann sagen wir viel Glück auf jeden Fall, weil immer nett sein, liebe Leute. Denkt immer dran, seid nett zu den Mint-Menschen. Da sind die auch vielleicht nett zu euch. Betonung liegt auch vielleicht. Meistens sind sie es nicht, aber wenn gar keiner nett ist, wo bleibt dann die Gesellschaft? Nirgendwo, genau. So. Die Hexe können wir gleich ganz easy erledigen. Ich hab, da kam eine Rüppelchen zum Leid. Da habe ich ein bisschen aufgestoßen. Das wollte ich natürlich nicht. Es tut mir ein bisschen leid, ja. Aber das ist ja heutzutage eh nicht mehr so. Ist euch mal aufgefallen, liebe Leute. Ich meine, wenn ich huste, niese oder jetzt gerade ein Bäuerchen gemacht habe, entschuldige ich mich bei euch, weil ihr das natürlich hört. Ich meine, gut, ich könnte es auch rausschneiden und so, aber es soll ja authentisch sein, so das Video. Ich will das ja ein Stück aufnehmen, damit ihr alle Fehler und so seht und ich nicht nur das Beste reinschneide und sage, hä? Ja, so ist das hier und so, bla bla bla, ne? Also ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. Und ganz oft mittlerweile, früher war das so selbstverständlich, man hat sich entschuldigt bei den Zuschauern. Wenn man niesen musste, wenn man gehustet hat und so weiter, hat man sich immer entschuldigt bei den Leuten. Heutzutage so. No one cares. So, keinen interessiert das mehr. Alle YouTuber und sowas, die husten, niesen, was auch immer. Ich meine, das ist normal, so, ist menschlich sowas, ne? Aber trotzdem, es machen die Leute, aber die entschuldigen sich dafür nicht. Die entschuldigen sich nicht. Die sagen einfach, ja, ja. Blablabla sind hier am Quatschen, labern da, was auch immer. Und ja, das war's. Wer kommt da nicht? Die entschuldigen sich nicht mal dafür, dass sie unangenehme Geräusche machen, die ihr ertragen müsst, so nach dem Motto. Und das finde ich eigentlich schon, ja, das sollte eigentlich nicht so sein, ne? Sollte echt eigentlich nicht so sein, aber gut. Kann man nichts dran ändern, ne? Kann man einfach nichts dran ändern. So, die kümmern sich darum, die sollen sich darum kümmern. Und dann wollen wir jetzt ein bisschen durchmarschieren und wollen natürlich ein paar Kronchen kassieren und ein bisschen auch kassieren. Aber nicht von dem Gegner, sondern die Kronen. Wenn ihr versteht, was ich meine damit, Mann. Aber ich glaube schon, Mann. Ihr seid nämlich KLUK, Mann. Ihr seid genauso KLUK wie ich. Aber ihr seid wahrscheinlich klöcker als ich. Aber egal, das nur mal so am Rande, ne? Das einfach mal so in den Raum gestellt. Einfach mal so in den Raum gestellt. So. Um den will ich mich sehr gerne kümmern und den umhauen. Wunderbar. Wunderbärchen. Pupärchen. So. Puh. Aber gutes Spiel, Mann. Ich habe 2 Kronen bekommen. Er hat zwar 3. Aber 3. Ich halte 4 hoch. Aber ich sehe das eh nicht, weil ich keine Facekamera habe. Aber gut. Gut, so ist es nun mal. 2 Krönchen sind schon mal gut. Das ist schon mal eine. Ne, 2/10 von dem, die ich brauche, weil ich brauche ja 10. Dankeschön und viel Glück. Mal einer, der wirklich nett ist. Der kriegt natürlich auch ein Wuhu von mir zurück. Ganz klar an dieser Stelle. Ja.
Oh, da kommt das Fass, was direkt gedefft wird. Okay, ich hör auf, Mann. Ich sing schon wieder. Das war noch kein ganzes Singen. Das war nur so ein halbes Singen, okay, Leute? Können wir uns auf ein halbes Singen einigen? Okay. Ihr sagt nichts, dass ich mal ja. Das sehe ich einfach mal als ja an. So, und dann haben wir jetzt eine Krone im Sack. Da freut man sich drüber. Ich lache mich gleich schlapp. Der Gegner findet's nice. Das freut mich sehr. Ich hau gleich eine Hexe rein. Das freut, oh yeah. Oh nee, ich hau die Hexe doch nach rechts. Ich singe. Nein, Tom, aus. Heute ist ein Anti-Sing-Tag. Werde ich mich zwar eh nicht dran halten, aber... Man kann das ja mal probieren, ne? Man kann das ja mal probieren. Probieren geht über studieren und deswegen probieren wir es und studieren es nicht. Versteht ihr? Das ist ja ganz schön clever, ne? Ich weiß. So, den dürfen wir so und easy going, no problemo in the air. Wir feiern das Schweinchen. Yeah! Oh yeah! 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 Yippie, yeah, yeah, yippie, yeah, Krawalle und Remy, Demi. Ist auch ein Lied, oder? Also, das war das Lied so an sich, oder? Glaube. Ich glaube, dass so das Lied ging, aber ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Ja, wo ich mir sicher bin, dass ich auf jeden Fall dahinter noch ein paar Krönchen haben möchte. Das würde mich so freuen, denn der Gegner, der will sterben, jawohl. Lass mal ein bisschen laufen. Den lassen wir mal ein bisschen laufen hier. So schön, so ist nice. Und dann hauen wir den Gegner um und hauen ihn auf Eis. Oder so. Oder so, oder so. Ich mach Juppo, Juppo, ho. Juppi, Juppo, ho. Ja, guten Morgen, Tom. Bist du auch schon mal angekommen? Und hörst auf, irgendwelche Scheiße zu erzählen? Ja, sicher! Macht er das nicht. So, ich würde gerne drei Krönchen haben. Problem ist, der Gegner möchte mir die nicht geben. Verständlich? Ist verständlich an dieser Stelle, das verstehe ich ja wohl vollkommen. So. Aber ich möchte sie trotzdem haben, so. Ich möchte sie trotzdem haben. Deswegen wäre es sehr, sehr nett, wenn ich die bekommen würde. Oh mein Gott, kann man bitte einer deffen? Das wäre super, super nice. So. Zack. Zack. Oh man, das könnte böse enden. Aber ich hoffe mal, dass das gut enden wird für mich. Denn der Gegner ist ein blödes Gesicht oder so. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Nice! Da ist ja ein gutes Spiel. Drei Kronen sind nicht viel. Ja, wobei doch, das sind. Maximale Anzahl an Kronen. Aber gut, ich habe Mut und ich haue auch mal rein. So soll das auch sein. Fangen wir mal schon wieder an mit Singen, ne? Das ist echt schlimm. Aber das ist wieder ein Stufe 8er. Das ist, wundert mich, dass diese Leute immer so gut sind und hier schon mitspielen dürfen. Oder sind einfach alle besser als ich und ich war einfach nur scheiße, dass ich erst mit Level 9 oder 10 hier reinkomme. Mit 9 war ich hier schon drin, ja? 10 wurde ich hier drin erst, okay? Ich hatte schon Geburtstag und dann wurde ich 10. Nicht Spaß. Aber apropos Geburtstag, ich habe bald sogar wirklich Geburtstag, liebe Leute. Ich habe bald wirklich Geburtstag. Es klingt unglaublich, es ist aber so. Und zwar habe ich an dem lieben, wunderschönen 25. November, wenn ihr dieses Video heute seht, an dem Tag, wo es rauskommt, in 10 Tagen habe ich Geburtstag. Dann werde ich wieder ein Jahr älter. Yeah. Wunderbar, immer dieses Jahr älter werden. Wenn das nicht dabei wäre, wäre ein Geburtstag gar nicht so schlecht. Aber das Jahr älter werden ist halt immer so ein bisschen blöd, ne? Immer ein bisschen blöd. Ist man hier und da, wird man älter, ja, und dann freut man sich darüber, ist ja klar. Solange man unter diesem Jahr Nummer 18 ist, das ist wahr. Ist man im Jahr 18 angekommen, da will man einfach nur noch geronnen. Also nicht mehr älter werden, muss ich ehrlich sagen, das hat den nicht gereimt. Oh man, wir müssen deffen, yeah!
Wir werfen ein Fass da hinten hin. Der Gegner denkt nur so bestimmt. Mach da einfach mal so, da ist. Und ich bin ziemlich krass. Feuerball, Feuerball, wie das duftet lecker, deftig, fühlt sich gut. Der Feuerball ist unterwegs, der Gegner freut sich wunderbar. So ist das ja. So ist das ja. Das Jahr geht zur Neige. Bald ist Weihnachten. Das stimmt für echt, Alter. Beide schon wieder Weihnachten, ne? Lass euch das mal auf die Zunge gehen. Beide schon wieder Weihnachten. Weihnachten. Wird irgendwie cooler, wenn man das länger zieht, aber. Ja, bald ist Weihnachten, Mann. Und dann schon wieder Silvester. Und dann. Und dann. Und dann fängt der ganze Spaß von vorne an. Januar, Februar, März, April, die Jahre. So steht niemand still. Mai, Juni, Juli, August. Weckt in uns die Lebenslust. September, Oktober, November und dann fängt der ganze Shit wieder von vorne an. Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still. Mai, Juni, Juli, August, weckt denn uns die Lebenslust. Kennt jemand überhaupt dieses Lied? Das ist so ein altes Kinderlied, was ich in meiner Kindheit gehört habe. Ich glaube nicht, dass man das unbedingt kennt, Mann. Ich glaube nicht, dass man das kennt. Oh man, wir holen uns die Kronen, das ist wahr. 3 in einer Folge, so soll es sein, ja. Nicer Plus. Drei Stück, da sind wir jetzt schon bei 8. Da fehlen noch 2, dann haben wir es geschafft. Das wäre doch gelacht, wenn wir es nicht schaffen. Und mir fällt nichts mehr ein. Ich sollte den Lüfter gleich ausmachen, weil es ziemlich warm wird an den Füßen. Aber nicht so warm wie letztens, wo ich da mir. Boah, so waren die Füße verbrannt, fast halb ein bisschen. Und das wäre Bildsturm, den ich persönlich nicht so krass finde. Aber gut, jeden das seine. Wenn ihr den super gut einsetzt, dann könnte er bestimmt auch sehr, sehr stark sein. Aber ich momentan zum momentanen Zeitpunkt bin ich nicht sehr stark. Deswegen, ja, brauche ich auch nicht unbedingt in meinem Decky-Deck. Decky-Deck, Alter, was ist mit dir denn falsch, Mann? Mein Decky-Deck und dazu brauche ich noch ein Zudeck und dann mache ich Flecky-Deck und Hecky-Deck, Sacky-Sack. Hecky-Sack. Gibt es das überhaupt noch? Hecky-Sack? Ich weiß noch, damals war es irgendwie ganz modern so in meiner Jugendzeit. Das ist auch schon lange her. Ich meine, wenn ich wieder älter, dann bin ich 23 und dann ist das Leben vorbei. Oh man. Hallo, meine Ex möchte mitspielen. Lass dich erstmal vorlaufen, Mann. Los bei dir, Kollege. Was ist denn los da? 3, 2, 1, zack und zack. Wenn das hier durchkommt, dann macht das auch Damage, Mann. Oh yeah, und er muss die Seite auf jeden Fall deffen, die rechte Seite, weil sonst ist der Tower down. Ist der Tower down, ja. Hat er nicht aufgepasst, Mann. Hat da einfach nicht aufgepasst. Und da rushen wir dadurch. Aha. Dann rushen wir dadurch, ist klar. Der Gegner hat keine Chance, das ist wahr. Und ich freue mich darüber, ja. Und der Gegner denkt nur so, was macht der Junge da? Was macht der da? Ich glaube nicht, was ich da sah. Der Junge rastet aus und holt sich Kronen aus Haus. Ja, genau so, nicht anders. So, gerade eben schneller mal den Lüft ausgelüft. Kann er dabei eigentlich nicht angreifen? Die Person namens Hexe. Als hätte ich es gewusst, dass er da was hinspielt, ne? Als hätte ich das gewusst. Habe ich aber nicht. Ich wollte einfach was hinschicken, um angreifen. Aber ich habe es natürlich gewusst, Leute. Ich habe das natürlich gewusst, dass ich das natürlich so. Zack, zack, zack. Die wurden ein bisschen durchgeschüttelt, aber das ist kein Problem, weil ich werde mir die Kronen dahinter nehmen. Weil das große Ding da ist schon down. Das ist ein Traum. Bam. Headrickern. 3 Wins. Dreimal hintereinander mit 3 Kronen. Und davor hatten wir natürlich nicht so viele Kronen. Aber haben wir gleich auch gewonnen, ne? Nice one. Würde ich sagen, Kronen öffnen. 3, 2, 1. Flip. Drin ist Gold. Juwelen. Und dann Fallgeister. Kanonen. Pfeile. Pfeilhagel, wie ich ihn so schön nenne. Und Elixiersammler, wunderschön. Und dann haben wir jetzt noch Zeit über, deswegen machen wir nochmal so ein Kampf. Kleines Kämpfchen, ein Herausforderungskämpfchen. Um die 20 Minuten sollen die Parts schon sein, glaube ich. War auf jeden Fall angenehm zu gucken, oder?
Schreibt immer mal in die Kommentare, was so eure angenehmen Zeiten sind zu gucken. Dann kann man sich vielleicht da mal ein bisschen nachrichten. Wäre auf jeden Fall kein Problem für mich, mich da ein bisschen nach euch zu richten. Weil ihr seid meine Zuschauer und ihr guckt den Scheiß ja natürlich auf. Und deswegen sollte ich auch so ein bisschen mich nach euch richten, ne? Klingt logisch. Ist auch so. Ein Bomb Tower, das schaut man nicht so gut. Aber wir haben ja gelernt, gegen Bomb Tower kann man trotzdem vorgehen. Und zwar einfach so ein Fass da hinten werfen. Das interessiert einfach keinen Schwein, weil der Bomb Tower da hinten nicht hinkommt. Wunderbar. Da hauen wir jetzt gleich nochmal richtig schön fett was raus. Aber vorher relax, Deffen hier. Relax das Deffen. Und dann das Glamme hier. Komm, wir machen Pfeilhageltest. Er hat ihn zwar eben schon gemacht, aber wir dürfen nicht wieder abhaben. Das heißt, er sollte jetzt wieder genau den Kollegen spielen. Vorhersehbar. Vorhersehbar, Kollege. Ich habe heute Morgen meinen Cappuccino schon getrunken, beziehungsweise meinen Latte Espresso. Den trinke ich momentan. Fanatic Energy Drink. Mwah, mega geil. Das Zeug ist echt günstig. Dazu schmeckt das auch noch. Das ist eine Mischung, die sehr selten gegeben ist, liebe Leute. Die ist sehr, sehr selten gegeben. So, Soodley, Soodley, da freuen wir uns. Wir wollen den Gegner down sehen. Okay. Na gut, das ist gerade ein bisschen stressig. Und ich war noch am Trinken. Und deswegen falle ich gleich einen Turm. Verdammt. Verdammt, das darf nicht sein. Dieser Gegner, der will das wissen, nein. Er will die Kronen und will's auch mal dadurch schaffen. Und natürlich will er auch, Sklaven spielen. Was? I don't know what I say this time and this air in the air. Zack. Zack. Oh nein, da geht er down, da geht er down. Das war mein Traum. Und dieser Traum, der wird sich aus... träumen. Er wird sich austräumen. Oh man. Well, come on, bitte, 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 lass sie durchkommen. Nein! Gutes Spiel, Mann. Gutes Spiel. Dankeschön, ein netter Gegner. Na komm, eine Runde machen wir noch. Entweder verlieren wir jetzt oder gewinnen wir. Das bin ich euch schuldig und wir haben eh noch ein bisschen Zeit. So, ein Pekka-Man. Wir spielen gegen einen Pekka-Dan. Diese Pekka-Mans sind gar nicht mal so schlecht. Da waren wir früher auch mal. Aber wir haben uns ein bisschen gebessert. Nein, dieses Kampfholz ist so stark, Mann. Keiner mag das Nudelholz. Denn das Nudelholz ist toll, denn das zerstört Gegner, jawohl. Und das finde ich nicht so nice, deswegen esse ich lieber Eis, auch wenn es kalt ist draußen, mir egal. Das war ein schöner Reim, oder? Genauso sollte es sein. Und ist der Reim mal nicht so gut, habe ich trotzdem Mut und hau ihn raus. Ab nach draus, denn im 24. kommt der Santa Claus. Hat sich jetzt natürlich nicht so geil geräumt, wie ich mir so oft habe, aber hey, es hat sich irgendwie geräumt. Und das ist ja die Hauptsache, oder? Mann, wir sind so Batman! Oh, guckt euch das mal an, ey. Wir kriegen nur auf den Sack hier richtig hart. Wir sollten mal wieder von Death in Angriff-Modus reingehen. Das ist, glaube ich, wesentlich einfacher als von Angriff in den Death-Modus, so, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich meine, gut, ihr seid kluge Zuschauer, ihr versteht eh, was ich meine, ne? Ihr versteht das eh, man. Man versteht das eh, oh je, Mini, das tut manchmal so weh. Hier kommt wieder das Nudelholz des Todes und es macht keiner. Geißen die Plätzchen. Ich mach keine Plätzchen, sondern meine Gegner platt. Ist ja egal, ob da mal irgendwas platt, ne? Ob Plätzchen, Teig oder Gegner, ist ja. Das ist ja im Endeffekt ja voll geil, ne? Ist ja. Der Golf hat ja, ne, so, Glitter me!
oh yeah, Minnie. Da kommt das Nudelholz des Todes. Und es will einfach mal durch. Oh man. Oh man. Come on, come on. Könnt ihr bitte zurück? Na gut, müsst halt nicht zurücklaufen. Ist ja auch egal. Ist ja nur der Tower, der da in Gefahr ist. Aber hey, ist ja nichts, ist das ja, ne? Ist ja nothing here in the air. Yeah, 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 yeah. Nothing in the air. Yeah, 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 yeah. Nothing in the air. Yippie, yeah, yeah. Nothing in the air. Hoffentlich kriege ich da hinten den Tower. Das wäre nett, sonst bin ich sauer. So ein Dreck, ich habe ihn. So soll es sein. Der Gegner denkt nur so, oh nein, mein Pomeraner-Schwein kam nicht da durch. Oh man, come on. Immer macht er alles kaputt hier. Immer macht er alles kaputt. Zack, Junge. Zack, 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 zack. Da wird einfach mal kaputt gehakt. Aber mein Tower leider. Ja, gutes Spiel, Mann. Egal, haben wir verloren und dann sind wir durch. Und dann haben wir wieder 21 Minuten. Länger als ich eigentlich wollte, aber ist ja auch nicht so schlimm. Dann denkt ihr so, oh Mann, der hat bestimmt wieder voll reingeschmatzt und so. Aber egal, wir öffnen nochmal eine fette Truhe. Und wir öffnen diese Truhe und sagen, yeah, das ist ein Screenshot. Wupp, wupp. Machen wir ja mal. So. Eine Zusatztour für euch heute. Das ist nochmal nice. Mal gucken, vielleicht machen wir morgen mal so einen Hauptpreis. Glaube ich nicht, weil ich zu schlecht dafür bin. Aber vielleicht. Man weiß es nicht. Ich würde einfach sagen, falls der Bart gewonnen haben sollte heute, dann würde ich mich über eine Wertung freuen. Man kommt natürlich auch holen. Dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Das war's, euer Knall Tom. Bis dann. Ciao, ciao und bye, bye.